Wir sind Melanie und Uwe. Seit 1990 bereisen wir immer mal wieder Teile von Europa. Nun geht es in einem Van weiter. Wir haben noch viele Länder auf der Liste. Lasst euch überraschen! Ratet mal, wo es heute hingeht. Guten Morgen! Es ist schon Mittag. Mahlzeit! Aber auf jeden Fall grüßen wir aus Santiago de Compostela. Ja, nachdem wir da, ich weiß nicht, fünfmal durch die Stadt gefahren sind, um einen Parkplatz zu finden, was natürlich nicht so einfach ist hier, weil hier gibt es keine Parkplätze, weil die kommen ja alle zu Fuß hierher. Ja. deswegen haben wir jetzt hier etwas außerhalb des Parkplatz genommen und versuchen jetzt mal die Stadt zu erlaufen. So, dann gucken wir mal, wie weit das ist. Wir wissen noch gar nichts. Da ist sie, die berühmte Kathedrale von Santiago de Compostela. Und da seht ihr die Leute aufgereiht und auf Einlass wartend. Und schon geht es weiter, direkt an die Küste, zum nächsten Übernachtungsplatz. Ja, guten Morgen zusammen. Hier seht ihr nochmal unsere Frühstücksaussicht. Wir hatten einen wunderschönen Platz mit Sonnenuntergang gestern, habt ihr ja schon gesehen. Auf geht's, uns erwartet ein Leuchtturm.
nördlich, auch nicht ganz oben im Norden, aber so ziemlich im Norden an der Küste. Schöne Leuchtturm. Wir kochen jetzt unten auf dem Parkplatz und dann geht es noch ein Stückchen weiter. Jetzt muss ich mich aber beeilen, wir haben gerade angerufen, das Essen ist fertig. Jetzt aber im Sprint. Nach dem Essen lockt uns der Kristallstrand. Bahia Los Cristalos. Im Endeffekt handelt es sich um vom Meer und Gestein glatt geschliffenes Glas. Warum sich das gerade hier sammelt, wissen wir nicht. An diesem Küstenabschnitt stehen so einige Leuchttürme. Die Aufnahmen dieses Übernachtungsplatzes sind leider nichts geworden. Trotzdem wollten wir euch die schöne Aussicht und den Sonnenuntergang nicht vorenthalten. An dieser Stelle noch schöne Grüße an Julia und Benny, die wir hier kennengelernt haben. Kurz nach Sonnenaufgang fahren wir weiter zum nächsten Highlight. Kathedrais, ganz berühmter Strand mit diesen tollen Felsen, wo man halt bei Ebbe hinterherlaufen kann und durchlaufen und keine Ahnung. Und runter durch und drüber durch und überall. Ja, richtig schön, aber leider ist ein bisschen frisch heute und wir sind froh, dass es überhaupt trocken ist. An dieser Stelle müssen wir euch erklären, warum wir uns ein bisschen geärgert haben. Es gibt hier nämlich ganz komische Zugangsregeln. Zuerst ein kleiner Glückspunkt, denn bis zum 15. September dürfen Hunde nicht mit runter zum Strand. Es war aber der 17. Also Glück für uns. Dies sollte uns aber nichts mehr nützen, denn am Zugang zum Strand standen Wachposten und die sagten uns, wir sollten etwas vorzeigen. Und wir dachten natürlich, es ging um Corona und hatten schon unsere App geöffnet von wegen Impfnachweis und so weiter. Das war es aber nicht. Es ging um eine Anmeldung. Man hätte sich zuvor im Internet anmelden und registrieren lassen müssen, um zum Strand runter zu dürfen. Und das Ganze galt bis zum 30. September. Also wir fanden das ehrlich gesagt allerhand. Wir hatten uns natürlich nicht zuvor angemeldet und konnten so nicht dort runtergehen. Wir wollten uns jedoch nicht ganz entmutigen lassen und sind einfach weitergelaufen. Und siehe da, 200 Meter später konnte man ohne Probleme doch zum Strand runter. Und bei Ebbe konnte man sogar bis zu dem Abschnitt durchlaufen, an dem wir zuvor nicht runtergelassen wurden. Also die ganze Sache war schon wirklich seltsam. Ich bin jetzt nochmal alleine an den Strand gegangen, an einer anderen Stelle, habe aber leider den Gimbal vergessen, deswegen wackelt es alles ein bisschen. Aber guckt euch das mal an, ist das nicht geil? Gucken wir doch mal rein, oder? Aber keine Taschenlampe mit. Naja, zur Not das Handy. Cool.
So, jetzt scheint das Wasser schon etwas weiter zu kommen. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich sollte immer noch Ebbe sein. Okay. Ich wollte eigentlich noch ein Stückchen weiter. Da ist nämlich noch eine Höhle. So, jetzt muss ich mich mal beeilen, bevor das Wasser kommt. Ich bin so froh, dass ich hier noch runtergegangen bin. Nächsten Sonntag geht es damit weiter, also schaltet ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr die Glocke betätigt, verpasst ihr keines unserer Videos. Schreibt uns doch mal ein paar Kommentare. Wir werden sie ganz sicher auch beantworten.